Luigi muss aussetzen. So ist das, Kaito. Steht dir recht? Ja. Du hast schon zwei Pflanzen und du hast dieses scheiß Minispiel gerade gewonnen. Weil mein Computer Gegner irgendwie nie was drauf hat. 10 Münzkritze abgezogen. die hatte null. Ja. Toll. So, jetzt bin ich da bin ich jetzt gleich mal gespannt, ne, was dann ist, wenn sie jetzt gleich auf dem los ist, ne, auf der Lotterie, ne? Ja. Piranha-Pflanze bin ich wieder, aber ich habe keine Sterne. Aber gleich, wenn du einen Stern hast, dann kommst du nie wieder da drauf, gegen wahrscheinlich. Ne? Oh, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Kirmeskran. Wieso, das andere ist doch nur so Münzspiele. Nein, ich dachte an den Dingens, wie heißt das, an den Bowser. Seil ziehen, weißt du? Das war gar nicht dabei. Das heißt Bowsers, das heißt großes Tau ziehen oder so. Ja, ja, bewege den Kran hinablassen, ja, ja. Genau, und wir müssen... Und wir müssen uns einfach nur mit A bewegen, dass sie uns kriegt. Nee, wenn sie uns hat, na, muss es ja machen. Genau. Besonders. Obwohl, ich würde mir wahrscheinlich so eine Truhe oder was holen. Ich würde aber, denke ich mal, eher Mario nehmen als uns beide. Gehe ich mal von aus. Ja, wenn überhaupt. Ja, weil, weil er 60 hat mir nur 21 und 10. Ach so. Wenn er mehr Münzen hat, dann lieber den nehmen, der mehr Münzen hat als uns, ne? Ja. Alter, das hast du geschafft. Ja, ja, ja. Kriegst du die Hälfte oder alle Münzen von demjenigen? Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt 10. Oh, 20. Mit 20, ja. Du hättest gar keine 20 gehabt. Ja. Und ich... Ja. Hatte nur 20. Ich hatte 21, ja, aber. Ja. Das ist der niedrige Würfel, ne? Ja. Du bist ja weit gekommen. Ja, 1 bis 3 Würfel ist das ja nur. Mario. Verdammt, der geht an unseren beiden Pflanzen wieder vorbei, der Pisser. War klar. Ja, scheiße, aber auch. Ja, genau. Computergegner schaffen es einfach nicht, auf diese Felder zu kommen. Die würfeln immer so geschickt. Jetzt hat sie 20 Minuten. Scheiße, ich wollte doch mal wissen, was passiert, wenn sie keine C mehr hatte. Ja, ja. Ob es dann sofort zum Bowser geht. Ja. Beziehungsweise ob er dann vorbeikommt einfach. Ja. Bitte sei das Bowser. Das ja! Bowser. Guck, siehst du schon mal das Blau rauskam? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, siehst ja sofort schon, ne? Okay. Das heißt, jetzt ist nur Toad da, oder? Wenn deine Theorie stimmt. Muss nicht sein. Vielleicht ist das ein Zufall. Oh, ein! Juhu! Mann, bin ich weit vorangekommen. Jetzt alle gegen Mario. Das ist das große Tauziehen. Oh nein. Ich hasse dieses Spiel. Das ist das, was du meintest, ne? Ja, ja, ich weiß. Okay. Drehung am Seil. Renn dich mal an. Du drehst mit? Du weißt ganz genau, dass ich einen harten Controller in der Hand habe, den ich jederzeit kurzerhand auf dich draufschmeißen kann. Komm, ich hab mir. Alter! Ziehst du überhaupt? Zieh, du Wichser! Du faule Stück! Die haben wir jetzt verloren, weil er aufgehört hat zu ziehen. Ja, natürlich haben wir verloren wegen dir. Ich hasse diese Drehspiele, hab ich dir gesagt. Ja, ich auch und trotzdem mache ich mit. Faule Stück. Ich hab ein bisschen gedreht. Okay, du schuldest mir 5 Münzen. Die hole ich mir wieder irgendwann. Ah, in die letzten 10 Runden. Ich hab gar kein Geld. Alles deine Schuld, weil mir 5 Münzen abgezogen wurden. Ja, genau. Als ob Mario nicht schon genug Geld hätte. Komm, aussetzen, genau. Also bist du auch froh, dass die Spiele abgeschafft wurden? Ja. Keine? Natürlich, habe ich doch schon gerade gesagt. Besser. Ein paar davor. Genau. Scheiße, ich hab mich schon gefragt. Boah, ich sag mal einen Film! Nee, nee. Ist ja so ein Außenweg gegangen. Oh, Pedalenpower ist auch zum Drehen, ne? Oh, scheiße. Aber alleine ist das ja. Ja, ja. Das ist, da musst du drehen, um die Lampe anzumachen. Bevor Buhu dich erwischt. Genau. Okay. Da musst du auch drehen, wenn du das alleine machst. Gott. Aber der Computergegner, der braucht ja nicht drehen. Der schafft das ja. Vielleicht auch nicht. Sieht so aus, als ob er es nicht schafft. Ja, schafft es nicht. Ja, guck, das Ganze muss noch dahin. Ach so, ja. Der hat nicht schnell genug gedreht. Tja. Nicht schnell genug am Rad gedreht? Ja, sie hat sowieso keine mehr, oder? Es sind nur 3 Münzen. Ja, ja, alles okay.
Alles okay, alles okay. Yoshi! Yoshi. Komm, jetzt mal eine größere Zahl. Ja, okay. Ja, wie gesagt, kommst du dort. Achso, jetzt zieht er der alles ab. Ja. Dort. Kann sein, dass so ein Bowser da ist. Weiß ich ja nicht, ne? Ich hätte schon noch nicht zwei Bowsers aufgetaucht, ne? Bisher noch nicht. Toll, jetzt habe ich genau drei Münzen wieder. Ah, fick die Hände. Ey. Was? War sogar keine. Nein. Oder hast du seit neuestem Hühner im Garten? Nee, habe ich nicht. Ja. Oh nein. Das ist auch ein mein Lieblingsspiel. Da muss immer weiß oder rot, ne? Aber ja, ich weiß. Zweiten Teil ist das schwieriger, ne? Da täuscht der besser an. Du musst doch schon was drücken. Achso, Mario war das. Mario war das. Du bist Yoshi. Ich bin Yoshi. Ich dachte schon, Mario drückt nicht. Mario braucht mal ein bisschen länger, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob er mich jetzt schon verarscht, weißt du? Im zweiten Teil, da ist das richtig gemein, ey. Im zweiten Teil. So. Zweiten Teil? Mhm. Am Beginn? Ja, zeigt er erst den A und dann wechselt der trotzdem, obwohl er schon gedrückt hat und so ein Scheiß, ey. Wie, wann beginnt der zweite Teil? Der beginnt, wenn wir den ersten durch haben. Ach so, das ist Mario Party 2, meinst ja du? Ich dachte, es gibt auch so eine Aggro-Phase bei denen da. Nein, Mario Party 2. Komm, seien wir ehrlich, ich hab's am dringendsten nötig gehabt von uns allen. Ja. Oh, der Migos-Würfel. Ach, nee, der 2 bis 3. Nee, 1 bis 3 Würfel. Ja, war ja langsam Würfel daneben. Mario muss aussetzen. Fetter Klempner. Peachy. Peachy. Also kommst du Bowser und kriegst jetzt wieder eine Torte. So, ja, muss dann ist schon mal selber, gehe ich mal von aus, ne? Du magst Süßigkeiten, oder? Ja, ist genug Münzen. Wir sehen uns. Ach so, die hat die Torte nicht bekommen, weil sie nicht genug hatte. Ja, genau, sie hat ihm einfach nur alle Münzen abgezogen. Oh, das heißt, sie kommt jetzt auf jeden Fall weg. Und das heißt, du hast Pech gehabt. Du musst jetzt gucken, ob du Glück hast oder nicht. Ja, aber ich habe halt wieder alle vier zur Auswahl. Na, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Du bist, weiß ich nicht. Ich glaube, du bist irgendwo da vorne. War ich nicht am Aussetzen? Nee, was im Beginn, ne? Oh, was ist das denn? Was? Das ist der Teleporter. Du tauschst jetzt miteinander den Platz. Oh, mit dir habe ich den Platz getauscht. Toll, das heißt, ich bin weiter nach hinten gegangen. Und wenn ich mich jetzt anstrenge, kriege ich vielleicht Geld beim Minispiel. Ja, genau. Das ist ja ganz toll. Wow, das ist Knallfall. Oh nein, nicht das schon wieder. Da musst du drücken. Das ist dieses A und Z oder A und B. Du musst A und Z drücken oder A und B. Wo ist Z eigentlich? Z ist hinten. Ach, wenn hinten. Du Z nicht rücken willst, kannst du A und B drücken. Ne? Steht ja da. Pumpe ziehen ist mal B oder Z. Ne? Und drücken ist immer A. Das ist viel besser ist, ne? Oh, das ist geknackt. Okay, Start. Ja, so. Aber werde ich wieder verlieren. Ich meine, da müssen eigentlich auch abgezogen? Nee. Alter, wie schnell macht ihr das denn? Das geht gar nicht so schnell bei mir. Wie langsam machst du das denn? Komm schon, du musst gewinnen! Geil, komm! Komm schon, komm, 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 komm! Gewonnen! Verliert man dann auch Münzen, wenn man nichts geschafft hat? Du kriegst dann nur Münzen, wenn du gewinnst. Ach so, Gott sei Dank. Jetzt würfel ich bestimmt bei meinem Glück 2-1. Genau. Genau 2! Sag ich immer 2! Ja, hab ich doch gesagt. Aber der Stern ist doch immer da, meine ich. Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube, wenn jetzt Peach den bekommt, das spielt doch eigentlich keine Rolle. Weiß ich nicht. Kommt er erst in der nächsten Runde dann wieder? Nein, der ist immer da. Okay. Der bleibt doch immer an derselben Stelle, der Stern. Na, guck mal da, Mario pflanzt sich eine Pflanze. Also spielt das theoretisch doch keine Rolle, ne? Ja.
erfüllt jedem, der das Feld betritt, einen Stern. Mal anderes Spielbrett, da wäre es ja so gewesen, da wäre der Stern jetzt weg und wieder woanders. Ne? Genau. Und sie hat nur Münzen. Sie hat gar keine Münzen. Du bist dann gleich letzter, ne? Ja, natürlich bin ich letzter, wie immer. Scheiße. Weil du gar keinen Stern hast. Oh, du bist ja jetzt auch schon letzter. Naja. Oh nein! Aber irgendeiner muss auch... Jetzt kommt da gleich bestimmt, ja, ich verliere genau 20 Münzen. Das wäre geil. Und bitte gib dir an mich, ja? Ein Stern bringt's ja nichts. 30 habe ich gar nicht. Wenn sie wählt, entweder mich oder dich. Genau, dich. Nein. Oh Mario, ist klar. Ja. Jetzt kannst du natürlich auch Glück haben und du sagst Sterne tauschen. Oh, ich 20! Oh, das ist doch eine Kacke. Ich krieg immer so einen Scheiß. Ja! Danke Mario! Ja, das sieht er dir nicht freiwillig, er wird dich wahrscheinlich jetzt auch erwürgen. Echt Mario. Gibt's ja nicht. Aber wenn ich mir gleich den Stern leiste, bin ich auch Erster, ne? Weil ich dann 32 habe oder irgendwie sowas in die anderen, ne? Ja, wir können eure Piranha-Pflanzen sowas von egal sein. Ich krieg sowieso nichts abgezogen. Ja, bis jetzt ja. Ist ja nur, wenn du Sterne hast. Für die Leute, oh, die dann schon viele Sterne haben, ne? Das ist weglaufen, ne? Wenn die Kanonen kommen. Ja. Ja, also du bist auf so eine Insel, ne? Ja, ja, ich weiß. Du musst dich eigentlich nur bewegen. Um A springst du, ne? Springen, ja. Aber muss ZA funktioniert hier nicht, ne? Nicht. Ne, ZA funktioniert nicht, AZ hier. Ne? Ja. Alter, wo läufst du hin, Yoshi? Nein! Trifft die überhaupt mal die Insel? Ja, die Insel nicht, die bringt ja nur das. Ah! Alle drei auf einmal! Ich dachte, die trifft die Insel gar nicht! Doch! Trifft die auch ab und zu! Scheiße! Ich dachte nur durch die Schwankungen. Nein! Egal, wie die kommt ab und zu, deshalb hat mich das ja gewundert! Kommt die überhaupt mal dahin? Ja. Ich verdrück mich jetzt und drück aus Versehen nein. Ich frage mich auch, warum fragen die überhaupt? Wer nimmt denn da keinen Stern? Ja, der keine Münzen hat oder der es nicht will. Kann ja, der es nicht will, aber wenn du keine Münzen hast, dann fragt der dich ja nicht. Oh, Ausrufezeichen. Einzelspieler. So! Oh nein, nicht das schon wieder. Ja, was denn sonst? Komm, Münztausch mit mir. Ja, genau. Mit sich selbst und mit Peach. Nee, wie viel hat die denn? Ich glaube, Peach hat mehr als du, ne? Nee, Peach hat weniger. Die hat doch 3 Münzen oder so. Ja, 13. 13 ist so. Tja. Egal, den Stern habe ich ja schon. Ja, genau. Das wäre scheiße gewesen, wenn es vorher gewesen wäre, ne? Ja, das stimmt. Mario! Ah, Minus? Ah ne, Plus ist das, ne? Genau, ist mal Plus. Ist klar, auch nochmal würfeln. Ich kann sich die Stände sowieso nicht leisten, wenn er gleich dahin kommt mit der Lotterie 10 Münzen bezahlen muss. Ja, ja, stimmt. Aber ich mir auch nicht. Diese scheiß Lotterie kostet einen einfach zu viel. Gesamt. Du musst 10 Münzen bezahlen. Ja, das ist einfach so scheiße. Kannst du Stern ja sowieso nie leisten. Ja. Bowser. Was soll? Ich nehme mir all meine Münzen und ich kann auch nicht mal den scheiß Kuchen von den kriegen. Ja, kannst du mal den Kuchen probieren. Vielleicht kannst du auch mal würfeln, ne? Dein Glück. Ja, genau. Dann kommst du schneller dahin. Ja toll, dann haben wir auch noch Münzen abgezogen. Fick doch die Hände! Oh, Bowser, jetzt passiert irgendwas. Du kommst doch immer auf dieses Bowser-Feld, aber das sehen wir uns, glaube ich, im nächsten Part an, ne? Ja, okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kaito und euer Dementor, ciao!